Tag 53. Vor Gott flüchten. Kennst du die Geschichte vom Propheten Jona? Das war der, der vor Gott weggerannt ist. Er sollte in Gottes Auftrag nach Ninive gehen, aber er ist in ein Boot gestiegen und einfach in die entgegengesetzte Richtung gesegelt. Das hat ihm jede Menge Ärger eingebracht, weil er nicht das tun wollte, wozu Gott ihn berufen hatte. Für Jona wurde es ganz schön ungemütlich. Manchmal fühle ich mich auch wie Jona. Mir passt auch nicht immer, worum Gott mich bittet. Manchmal stupst er mich an und ich weiß, dass ich mit einer bestimmten Person sprechen soll. Ich will das aber nicht und finde alle möglichen Ausreden. Was wird sie bloß von mir denken? Ich habe keine Zeit. Jetzt noch nicht. Ich spreche mit ihr, wenn sie mich zuerst anspricht. Manchmal fühlen wir uns unwohl mit den Dingen, die Gott von uns möchte. Trotzdem ist es immer am besten, wenn wir gleich beim ersten Mal auf ihn hören. Auch wenn wir eigentlich nicht wollen. Gott liebt uns und er weiß genau, was am besten für uns ist. Wenn du wegrennst, handelst du dir nur Ärger ein. Wir müssen Gott gehorchen und vertrauen, dass es ein guter Weg ist, auf den er uns führt. Das sagt die Bibel. Wenn wir uns an Gottes Gebote halten, zeigt uns dies, dass wir Gott kennen. Wer nach dem lebt, was Gott gesagt hat, an dem zeigt sich Gottes ganze Liebe. Daran ist zu erkennen, ob wir wirklich mit Christus verbunden sind. Wer von sich sagt, dass er zu Christus gehört, der soll auch so leben, wie Christus gelebt hat. 1. Johannes 2, Vers 3, 5 und 6. Mit Gott im Gespräch. Gott, nächstes Mal will ich sofort reagieren, wenn du mir etwas aufs Herz legst. Hilf mir, dir zu vertrauen und dir zu gehorchen, wenn du mich um etwas bittest. Ich will auf deine Stimme achten und dann tun, was du sagst. Amen. Was ich noch sagen wollte. Kauai hat über 200 Kilometer Küste. Hier gibt es mehr weiße Strände als auf jeder anderen Insel Hawaiis.